Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Watch Dogs. Und wir sind hier nochmal. Weil letztes Mal hat das ja nicht ganz so geklappt, wie ich das alles wollte. Wo chillen die sich denn jetzt auf einmal hin? Wieso kommen die jetzt auf einmal hier hoch? Sind die behindert? Die sollen das lassen. Erstmal muss ich die Sniper wegkriegen. Weil die nerven mich nämlich. So. Und die anderen beiden sind da unten. Das ist mega, dass die da sind. Dann kann ich nämlich theoretisch... Fuck, gesehen. Wo ist denn der... Ah, es kommen noch mehr. Scheiße. Ich wollte eigentlich wieder mal einen Blackout rufen. Das jetzt noch nicht mehr funktioniert. Wow! Wieso ist hier so geschützt? Sekunde, Sekunde, wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Da oben ist die Kamera. Blackout, Blackout. Danke. Lauf, lauf. Ihr seht mich nicht. Blackout hat schon seine Gründe. Scheiße, Auto. Kein Auto. Scheiße. Nicht gut. Ja, und ich habe euer Auto. Hihi. Danke. Steigst du erstmal wohl ein? So, macht's gut, Freunde. Ich habe einen Ring gefunden. Das ist natürlich super. So, ich bin weg. Ich habe euer Auto. Ich lebe. Ich bin weg. Oh. Nicht gut. Ja, ich muss hier lang. Bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Hi. Und ich habe grün. So. Wie lädt sich eigentlich unten das Akku immer wieder auf? Ich weiß das gar nicht. Habe ich neutralisiert? Ja, okay, perfekt. Neutralisieren hat funktioniert. Nochmal neutralisiert. Puh. Da hinten kommen schon wieder welche. Ich fahre jetzt einfach mal hier in die Seitengasse. Oh. Oh, 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 oh. Der steht da vorne. Nicht cool. Nicht cool. Wo fährt der hin? Der kommt mir doch noch entgegen. Ich hasse ihn. Nein, du siehst mich nicht. Vergiss es. Schnell wieder in die andere Richtung fahren. Oder wir fahren einfach mal geradeaus. Ah, da ist der Kreis. Okay, wir sind, oh, wir sind fast aus dem Zielgebiet. Fast aus dem Zielgebiet. Huh. Ich fahre trotzdem wie ein bescheuerter Idiot. Fast draußen, fast draußen, fast draußen. Draußen! Geil. Ich bin einfach mega. Okay, beim ersten Mal hat es nicht ganz funktioniert, aber ich bin mega. Puh. Ach, der chillt ja sogar schon im Park. Ist ja gar nicht mehr so weit. Oder? Ist das der gleiche Park, wo ich auch gerade chill? Das wäre natürlich gut. 200 Meter. Ja, siehst du? Ist ja kaum was. Hi! Warte mal, was war das Augensymbol nochmal? Sammelbares. Moment, das nehme ich mit. Hier kann ich Unfug treiben, das würde ich sehr gerne tun. Ich gehe da mal hoch. Jupp. Ah, Kamera, okay. Noch eine Kamera, bringt mir das irgendwas? Das ist die falsche. Moment. Ich bin nicht der Typ aus den Nachrichten, du verwechselst mich bestimmt. Das Sammelbare ist aber unten. Hä? Wieso ist das Sammelbare jetzt unten? Aua, ich vergesse immer, dass ich nicht aus zu großen Höhen springen sollte. Wo ist denn hier? Ah, hier! So. Wieder mal ein kleines Spielchen hier machen. Moment, ich will erstmal den haben. Dann will ich den haben. Ups. Und dann den. Nee. Ah, doch. So. So. Und so. Alles klar, Madame. Das war's eigentlich. Ihre Rohre sind sauber. Oh, that
danke ich Ihnen aber sehr. Gern geschehen. Oha. Wunderbar, ein so fehlender. Warum liegt hier Stroh rum, oder was? Hey, das ist halt mein Job, Madam. Also, kann ich sonst noch etwas tun? Wo ich gerade hier bin. Na, Martin. Es gibt ein paar Dinge, an die ich da denke. Ach ja. Aber ich fürchte, da passen vielleicht Ihre Werkzeuge nicht. Hey, lassen Sie sich nicht von der Größe irritieren. Ich bin etwas wie ein Experte für Sie. Ja. Oh Gott. Wow. Meine Güte. Oh Mann. Warum habe ich mir das jetzt selbst angetan? Oh, scheiße, ey. Ja, ich werde wahrscheinlich nach diesem Spiel sehr paranoid sein. Und immer denken, irgendwie kann mich jeder hacken. Ich parke einfach mal hier und gehe zu Fuß, scheiß drauf. Oh Gott, ist das dumm. Oh, ich bin ja gespannt, was die sich noch alles ausgedacht haben, ne? Lauf! Er läuft zu langsam, habe ich immer das Gefühl. Ich komme das Gespräch nicht hinweg. Ich kenne mich aus mit engen Gassen. Warum liegt hier Stroh rum? Oh. Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Hey. Hast du mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Dave? Mein Gott, wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot. Die Merlot-Sache hast du versaut. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hol es nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Schade, Damien. Hast du dir wohl ein bisschen versaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlot passiert ist. Danke für den Tipp. Akt 1, sehr schön. Mission beendet und ein schönes Auto. Danke. So. Wo haben wir denn City Games? Oh, Wetten? Texas Hold'em. Geil. Hacken könnte Ihnen einen Vorteil verschaffen. Hacken beim Pokerspielen? Das muss ich machen. Das klingt ja mal voll lustig. Das muss ich ausprobieren. Unbedingt.
Poker spiele ich ja eh voll gerne. Wenn ich dabei noch hacken kann, ist ja noch geiler. Whee! Oh, sorry. Fixer Auftrag. Nein, kein Bock. Lass mich, ich will Poker spielen. Prioritäten. Poker größer alles. Und mein Auto größer alles. So, irgendwo hier muss ich Poker spielen können. Kann ich hier auch irgendwo parken? Ich parke einfach mal hier. So. Wo ist Poker? Poker ist... Ah, wahrscheinlich da... Na, irgendwo... In der Zwischengasse hier vielleicht? Ah, das sieht gut aus. Lässt du mich rein? Bitte? Halt's Maul. Hat mich gerade Arschloch... Alter. Nächstes Mal klatsche ich dich. Oder beim Rausgehen klatsche ich dich. Such's dir aus. Musik. Erstmal chillige Musik. Oh, guck mal. Krieg mal hacken. Ach, dann kann ich dir bestimmt... Kann ich in die Karten gucken? Mensch. Geil. Ich will mitspielen. Einer hier muss doch spielen können. Ja, ich. Du kannst jeden Moment rein. Bei in 10.000. Uiuiuiuiui. Komm, also machen wir einfach mal. Okay. Tischinfo. Ah, wartet auf Einsatz, wartet auf Einsatz. Stress überwachen. Ah, Gesichtserkennung fehlt, lustig. Ah, jetzt sehe ich auch sein Stresslevel. Was habe ich denn für Karten? Ach du meine Güte. Ja, meine Chancen stehen nicht gut. Da gehe ich raus. Ich passe lieber. Nein. Ich kann nicht mit zwei Damen, geht einfach nicht. Ah, da kriege ich sogar eine Übersicht. Okay, neue Hand bitte. Ich will hier mit einem Plus rausgehen, ja? Überspringen wir einfach mal, weil das Mission dauert mir zu lang. Das muss ich hier 3 Stunden warten. So. Sieht regelmäßig Sitcoms. Ja, dann gib mal, Kollege. Bin ich ja mal gespannt, was du jetzt da... 8, 9, Kreuz. Das kann man spielen. Stress überwachen. Oh, wieso? Ach, der geht mit, oder was? Jetzt muss ich ja gegen... Bewache ich halt seinen Stress. Wie viel Stress hat denn der? 26. Im Pot sind 400. Ich mach mal mit 200 mit. Stresslevel 30%. Okay. Mit 8 und 9 und Kreuz auch noch, kann ich was reißen? Ah, oh! Noch zweimal Kreuz. 800 im Pott. Na, was machst du? Ha, kann ich. Jetzt sehe ich sein Stresslevel aber auch nicht mehr. Ja. Ah, 16%, 17%, 18%. Na, dann gehen wir doch mal. Erhöhen wir doch mal um. Ey, komm, das ist kein Schach. Ich hab nur erhöht, Kollege. Na gut. Das call ich. Oha, komm, ich brauche ein Kreuz, Alter. Sonst verdödel ich mein ganzes Geld. Oh, gib mir ein Kreuz. Bitte. Nein! Du bist dran, Kollege. Der ist echt entspannt. Der ist echt sicher. Der ist echt sicher. Ich brauch das Kreuz. Ich calle. Ich calle. Oh, bitte gib mir das. Oh Gott. Sicher. Karten kann ich nur nicht manipulieren. So war niedrig. Oh Gott. Ich brauch das Kreuz. Bitte. Ja! Ich hab einen Flush. So ist das also. Ich ficke dich. All in. All in. Jetzt will ich dein Stresslevel sehen. Warum musstest du das jetzt bitte tun? 30%, 32%. Na, was machst du?
Ja. Ist doof, ne, Kollege? Das ist doof. 55 Moin. Schulze. Oha. Ich habe Flasch. Wie, der fickt mich jetzt. I hat er auch. Der hat den. Nein! Ah, es tut weh. Das gibt's doch nicht. Er hat den. Oh Gott, wie viel Pech kann man nur haben? Schei. Oh Ich muss aber Mann. weiter. Oh Gott. Meine Güte, das. Notrufzentrale, was Oh. ist der Grund Ihres Anrufes? Von wieso? Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben. Hörst du wohl auf? So ist brav. Oh Gott, wie bitter das ist, ey. Nee, Freunde, ich mache jetzt einen deprimierten Cut. Scheiße, hatte der Augenflash. Unglaublich. Gut, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Mitleid mit mir habt, dann hört Stimmen. Ha, cool. Dann gebt noch einen Daumen hoch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.